Ich freue mich sehr, Sie und euch heute bei der Europawoche der Bayerischen Grünen und mir zu begrüßen zu unserer Veranstaltung Grüne Industriepolitik, Transformation der Automobilindustrie. Ich bin Henrike Hahn, Bayerische Grüne Europaabgeordnete, Vollmitglied im Industrieausschuss und stellvertretendes Mitglied im Haushalts- und im Wirtschaftsausschuss und außerdem industriepolitische Sprecherin. Und in dieser Woche ist Europatag und wir wissen alle, Europapolitik beeinflusst unser Leben in allen Bereichen, von Corona bis Klima, Agrar bis Industrie, von Kultur bis Finanzen. Und deshalb habe ich in dieser Woche viele spannende grüne Entscheidungsträger eingeladen, aber auch sehr spannende Gäste, um genau darüber zu sprechen, was grüne Europapolitik für die EU, für Deutschland, aber auch für Bayern bedeutet. Und ich freue mich natürlich dabei, besonders Sie und euch heute auch zu Hause am Bildschirm zu begrüßen, dass wir diese Möglichkeit haben. Und heute Abend ist in der Europawoche zu Gast Hiltrud Werner. Da freue ich mich sehr von ganzem Herzen, von VW. Seit Februar 2017 Vorstand der Volkswagen AG für Integrität und Recht. Und das muss ich auch betonen, einzige Frau im Vorstand. Das musste ich natürlich jetzt auch sagen. Wir haben uns in Brüssel bei einer Veranstaltung kennengelernt, in der es auch unter anderem um grünen Stahl ging, also wirklich um grüne Industriepolitik. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie Zeit haben und heute bei uns sind. Und dann begrüße ich auch ganz herzlich Herrn Andreas Klugescheid. Ich spreche also auf Englisch, lese ich vor, Head of Government Affairs and External Relations Europe, Middle East and Africa von BMW. Da freuen wir uns auch sehr über Ihre Perspektive. Sie sind gerade nicht in München, ich komme aus München, aber es ist trotzdem natürlich naheliegend, bei BMW dann auch anzuklopfen. Dann begrüße ich ganz herzlich Dieter Janicek, Sprecher für digitale Wirtschaft und Industriepolitik der Grünen im Bundestag, Weggefährte über viele Jahre zu wirtschaftspolitischen Themen. Genauso von ganzem Herzen begrüße ich Barbara Fuchs, die wirtschaftspolitische Sprecherin und Mittelstandsbeauftragte der Grünen im Bayerischen Landtag ist, mit ganz viel Kenntnis und Expertise im Automobilsektor. Und ich freue mich natürlich ganz besonders über die Moderation der Veranstaltung, über den neuen Landesvorsitzenden der Grünen Bayern, Thomas von Sanowski, mit auch sehr viel Erfahrung zu wirtschaftspolitischen Themen. Herzlichen Dank, dass Sie, liebe Gäste, aber auch Sie am Bildschirm heute Abend Zeit dafür haben. Ich habe zu diesem Thema natürlich auch vor kurzem auch nochmal Transformation der Automobilindustrie mit zwei Kolleginnen aus meiner Europagruppe ein Webinar veranstaltet. Das ist sehr im Blick der Europagruppe, auch in europäischer Politik, für europäische Industriepolitik. Und wir werden heute über die Nachhaltigkeitsstrategien von VW und BMW sprechen und auch mal unterschiedliche, mal kongruente Perspektiven zwischen Politik und Unternehmen zur grünen Transformation austauschen. Und die große Frage dabei ist natürlich, wie wird die Automobilindustrie in Europa zukunftsfähig? Da hat sie eigentlich gar keine andere Chance, als genau in die Richtung nach vorne zu denken. Es gibt dazu bundespolitische Perspektiven, ja, die für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Bayern natürlich auch Implikationen haben, worüber wir eben heute sprechen werden. An dieser Stelle eben auch nochmal ein paar technische Hinweise. Die muss ich natürlich an dieser Stelle auch anfügen, damit wir alle gemeinsam da den Abend gut miteinander verbringen können. Wir freuen uns sehr über Beiträge und Fragen von Ihnen und von euch zu Hause oder im Büro. Wenn es also Fragen gibt, diese bitte sehr gerne in die F&A-Sektion hineinschreiben, wenn man bei Zoom rechts oben hinklickt und auch schon während der Vorträge und Impulse. Diese Fragen können wir dann aufnehmen in die Diskussion. Auch wenn Sie oder ihr technische Probleme haben oder habt, diese gerne in den Chat schreiben. Wir kümmern uns darum. Und außerdem füge ich noch den kurzen Hinweis hinzu, dass wir das Webinar aufzeichnen und auf YouTube hochladen, damit es auch im Nachhinein nochmal angesehen werden kann. Ja, eine ganz kurze Einführung würde ich gerne geben zu Europaperspektive, zur EU-Perspektive, zur Transformation der Automobilindustrie. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die wir heute auf diesem Panel sitzen, sozusagen online, dass das Auto der Zukunft in Europa gebaut werden soll. Ich denke, das ist ein Gedanke, dem wir zustimmen gemeinsam, auch wenn vielleicht der eine oder die andere sagen würde, ja, aber bitte an meinem Standort oder bitte in meinem Bundesland, aber eben natürlich vor allem in Europa. Und wir wissen, die europäische Automobilindustrie befindet sich in einem Umbruch. Zum einen, wir erleben Veränderungen am Markt mit veränderten Wettbewerbsbedingungen. Wir sehen neue Entwicklungen und Innovationen, neue Marktteilnehmer wie Tesla zum Beispiel oder andere Technologiekonzerne. Wir sehen auch neue Hersteller aus Asien. Und wir haben aber auch gerade aktuell zusätzliche Herausforderungen durch die Corona-Pandemie.
Und auf der anderen Seite, wenn jetzt die politische Perspektive da mitgedacht wird, dieses Jahr ist natürlich auch ein sehr wichtiges Klimaschutzjahr. In Europa wird entschieden, wie die Klimapolitik zukünftig gestaltet wird, ob es Europa wirklich gelingt, auf allermindestens den Pariser Klimaschutzpfad zu kommen. Und man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. In den kommenden 10 Jahren müssen so viele Emissionen reduziert werden wie in den vergangenen 30. Und das bedeutet, mit der Erhöhung des EU-Klimaziels im Rahmen des Green Deals auf mindestens 55%, minus 55% bis 2030, steht jetzt die größte EU-Klimareform aller Zeiten an. Das Europäische Parlament hat 60% gefordert, wir Grüne 65% im Einklang mit der Wissenschaft. Klar ist aber, hier ist Bewegung und hier muss sich was bewegen. Und wir sehen auch in Deutschland natürlich gerade das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Die Bundesregierung kommt mehr oder weniger etwas in Bewegung bei den Klimazielen. Aber es gibt eben auch sehr viel engagierte Unternehmen, die mehr Klimaschutz fordern. Und das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung, weil wir insgesamt einen großen gesellschaftlichen Umbruch brauchen, wenn wir da eben Politik sozusagen nach vorne bringen wollen für den Klimaschutz, aber auch Unternehmen in Richtung nachhaltig bringen wollen oder gemeinsam diesen Schritt eben wagen. Und im Juni wird die EU-Kommission 10 der 12 Dossiers des sogenannten Fit for 55-Pakets vorstellen, also minus 55%, um die Verschärfung der Klimavorgaben umzusetzen mit Auswirkungen auf die Automobilindustrie. Das heißt, die Zukunftsaufgaben der Automobilindustrie heißen natürlich auch alternative Antriebe, Vernetzung und Digitalisierung. Also wenn man sich so ein bisschen die Lage insgesamt anschaut, Kanada und die USA haben sich zur Klimaneutralität bis 2050 verpflichtet, China hat 2060 als Ziel angegeben. Und wir wissen, Deutschland ist eine Exportnation, nur Geschäftsmodelle, die allermindestens die Pariser Klimaziele umsetzen, sind langfristig auch wettbewerbsfähig. Und deswegen ist klar, eine klimaneutrale EU muss die europäische Industriepolitik jetzt entsprechend auf Ressourcenschonung, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft umsetzen. Und die Europäische Kommission arbeitet jetzt daran, zeitnahe Leitplanken und Anreize für große Industrieunternehmen zu setzen, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen, um eben Unternehmen nachhaltig, krisenfest und wettbewerbsfähig zu machen. Wir Grüne, wir sehen den Green Deal als eine sehr große Chance für die europäische Industrie, zum Beispiel eben durch Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbaren Energien. Wir wissen auch, ich bin gespannt, ob es jetzt nachher anders diskutiert wird, aber der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell und wir müssen da in eine andere Richtung denken. Eine Reihe von Autoherstellern hat sich ja bereits zum Ausschub aus Verbrennungsmotoren verpflichtet, Volvo, Ford, General Motors, Jaguar. Und das sind natürlich interessante Entwicklungen. Ganz kurzen Einblick, wie ist der aktuelle Stand der EU-Gesetzgebung im Fit for 55-Sinne? Was sind die Implikationen für die Autoindustrie? Das Fit for 55-Paket veröffentlicht dann eine Reihe von überarbeiteten Gesetzen zur Umsetzung des Green Deals jetzt im kommenden Sommer. Und das wird unter anderem bestehen aus einer Überarbeitung des EU-Emissionshandelssystems, also ETS. Und hier wird die Frage wichtig sein, ob Straßenverkehr in das Handelssystem mit CO2-Zertifikaten mit aufgenommen wird oder nicht. Dann wird sehr wichtig sein der Carbon Border Adjustment Mechanism, also wenn man es übersetzt, den Grenzausgleichmechanismus. Das ist eine Art Klimazoll zur Vermeidung von Carbon Leakage. Also auch hier wieder ein Fremdwort. Carbon Leakage bedeutet die Abwanderung emissionsreicher Produktion ins Ausland. Und der wird als produzierende und CO2-intensive Industrie für die Automobilindustrie sein, natürlich sehr wichtig sein, also auch eine wichtige Rolle spielen. Dann wird auch auf dem Tisch liegen eine Überarbeitung der Richtlinie über den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Und auch auf dem Tisch sein wird eine Überarbeitung der Verordnung zur Festlegung von CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen. Und um noch ein bisschen hineinzugehen in die Tiefe bei dem Grenzausgleichsmechanismus, weil das wirklich sehr spannend ist auch, der wird natürlich auch ein Mittel sein, um zu verhindern, dass europäische Industrie in Länder mit niedrigeren Klimaschutzanforderungen abwandert und dann nach Europa exportiert. Man muss sich vergegenwärtigen, Importwaren wurden dann gemäß ihrem CO2-Fußabdruck mit Abgaben belegt. Und wir Grüne, wir befürworten diesen CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Wir fordern einen breiten Anwendungsbereich, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Schwerindustrie, zum Beispiel innerhalb Europas,
die dem ETS ja auch unterliegt, und außerhalb Europas zu schaffen. Wir fordern, dass der Mechanismus ab 2023 für Sektoren wie Zement, Stahl, Aluminium, Chemikalien, Düngemittel, aber auch den Energiesektor eingeführt wird. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Komponente bei diesen Diskussionen. Außerdem wird die Kommission auch die Richtlinie für Lade- und Tankinfrastruktur überarbeiten. Es ist wichtig, dass der Mangel an Lade- und Tankstelleninfrastruktur nicht zu einem Hindernis wird für die Marktakzeptanz von nachhaltigen, im besten Sinne alternativen Kraftstoffen, da wir sonst einfach in den Teufelskreis geraten, der sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite betrifft. Und wir denken auch, wenn es um die Lade- und Tankstelleninfrastruktur geht, ist es wichtig, der Industrie Sicherheit zu geben, klare Richtlinien aber auch zu geben, um so viel Standardisierung wie möglich zu gewährleisten, anstatt nur auf eine EU-Finanzierung zu setzen, die dann der Neutralität der technologischen Entwicklung zuwiderläuft und eine Bindung, eine veraltete Technologie innerhalb eines sich schnell entwickelnden innovativen Sektors erzeugen könnte. Ich habe sozusagen jetzt in meinen Ausführungen schon eine Argumentation vorweggenommen, die man immer wieder bei solchen Diskussionen auch hat, in dem Bereich, die sehr spannend ist. Da freue ich mich natürlich auch auf die Diskussionen und Weiterführung dieser Argumente. Der einzige Weg, wie wir wirklich zur Senkung der Emissionen bei Verkehrsträgern, die auf absehbare Zeit kaum elektrisch zu betreiben sind, ist 100% zusätzlicher Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien. Und jedes EU-Ziel sollte nur auf die Erhöhung der Produktionskapazitäten durch Elektrolyse, nicht unter Einbeziehung fossiler Brennstoffe, des sogenannten grünen Wasserstoffs gerichtet sein, der heute nur 1% des gesamten produzierten Wasserstoffs ausmacht. Also wir haben von Seiten der Europagruppe ganz klaren Fokus auf grünen Wasserstoff, und mit Wasserstoff muss natürlich ein Ausbau der erneuerbaren Energien gehen. Dann als letzten Punkt noch die Revision der CO2-Flottenregulierung. Das wird natürlich auch eine Rolle spielen. Es wird auch eine große Auswirkung auf die Autoindustrie haben und auch in diesem Kontext wieder interessant, natürlich Ende des Verbrennungsmotors bis 2030. Genau, und zusätzlich zu den Marktmechanismen ist es natürlich auch sehr wichtig, verbindliche EU-Standards zu haben und ein Aussetzen von neuen Benzin- und Dieselfahrzeugen im nächsten Jahrzehnt zu haben, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens aller mindestens zu erreichen. Und mehrere Länder, wie zum Beispiel Großbritannien, haben das ja bereits angekündigt. Viele Autohersteller haben ja, wie bereits am Anfang erwähnt, das vorweggenommen, das Ende der Kommerzialisierung von Verbrennungsmotoren angekündigt. Deswegen natürlich eine spannende Sache, wie das da weitergeht. Zusammenfassend kann man sagen, es ist wichtig, dass wir in der konkreten Ausgestaltung des Green Deals und Fit for 55 jetzt ganz bindende Ziele und Rahmenbedingungen schaffen. Das ist uns sehr bewusst, auch auf europäischer Seite, um starken Klimaschutz zu garantieren, aber auch gleichzeitig die Innovation und die wirtschaftliche Stärke der Automobilindustrie zu bewahren. Und da brauchen wir eben grüne Konzepte, aber auch Maßnahmen für eine grüne Transformation der Wirtschaft, auch auf EU-Ebene. Und ich freue mich genau darüber, mit Ihnen und mit euch eben heute Austausch zu haben. Und übergebe dann an Thomas von Sanowski, der jetzt ab jetzt moderieren wird. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, liebe Henrike, für dieses Eingangsstatement aus der europäischen Sicht, aus der Brüsseler und Straßburger Sicht auf die Mobilindustrie und auf die Zukunft der Mobilindustrie. Ich möchte jetzt ohne große Worte gleich übergeben an Frau Werner von VW, im Vorstand von der VW AG, und teile Ihnen hiermit gerne das Wort zur Zukunft der Automobilindustrie aus Ihrer Sicht. Ja, liebe Frau Hahn, lieber Herr von Sanowski, liebe Panel-Teilnehmer sozusagen, herzlichen Dank, dass Sie mich in diese Runde mit eingeladen haben. Und wenn wir darüber diskutieren, wie wird die Automobilindustrie in Europa zukunftsfähig, dann möchte ich zunächst noch mal sagen, auch wenn Sie es schon wissen, Frau Hahn, Europa liegt mir natürlich auch persönlich sehr am Herzen. Eben nicht nur, weil wir als Industrie seit jeher von dieser Einheit profitieren, sondern auch, weil ich persönlich Europäerin aus ganzem Herzen bin. Denn dieser europäische Binnenmarkt ist ja nur ein Teil von Europa. Europa ist eben auch Garant für Frieden, Freiheit, Wohlstand und auch den offenen Handel. Volkswagen selbst ist ein durch und durch europäisches Unternehmen. 12 Marken aus 7 europäischen Ländern, 71 Produktionsstätten allein in Europa. Und von unseren 660.000 Beschäftigten sind knapp 75% in der Europäischen Union tätig. Also der europäische Binnenmarkt
und seine bestehende regulative Kohärenz ist für uns eine zentrale Bedingung überhaupt für die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswagen. Wenn wir jetzt über die Zukunftsfähigkeit unserer Industrie sprechen, dann lassen Sie mich anfangen bei unserem Konzernleitbild Umwelt. Wir haben es Go to Zero genannt. Dort haben wir alle Maßnahmen gebündelt, die für uns eine bilanziell CO2-freie Wirtschaftsweise am Ende begründen sollen. Das sind vier Schwerpunkte. Der erste ist die Reaktion auf den Klimawandel. Der zweite ist Ressourcen. Der dritte Schwerpunkt ist die Luftqualität. Und der vierte Schwerpunkt ist die Umweltcompliance in Summe. Wir haben uns als Konzern auch zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens der Vereinten Nationen verpflichtet. Das bedeutet, dass wir bis spätestens 2050 ein bilanziell CO2-neutrales Unternehmen sein wollen und auch werden. Und das beginnen wir jetzt ja schon konsequent umzusetzen. Nehmen Sie nur die beiden Modelle ID.3 und ID.4, die bereits jetzt bilanziell CO2-neutral inklusive Lieferkette, also das heißt dem verpflichtenden Einsatz auch von Grünstrom bei der Batterieproduktion, in Zwickau gefertigt werden und also ohne CO2-Rucksack sozusagen an den Kunden ausgeliefert werden. Aber auch weitere Modelle aus dem Konzern, der Audi e-tron oder der Audi e-tron GT und der Porsche Taycan, werden bilanziell CO2-neutral produziert. Schon heute wird jedes Fahrzeug in den Werken um 33% umweltfreundlicher hergestellt als 2010. Wir haben auch mit Northvolt einen europäischen Partner für eine Batteriezellfertigung zur nachhaltigen CO2-optimierten Herstellung von Batteriezellen in Europa gefunden. Und wir arbeiten weiter eben nicht nur an dem Thema Produkte. Vielleicht noch zu dem Thema Ressourcen ein weiterer wichtiger Aspekt. Das Thema Kreislaufwirtschaft kommt ja immer stärker in den Fokus. Und das bedeutet, dass wir eben auch den Einsatz von Rohstoffen, aber dazu gehören eben auch Werkstoffe, Energie und Wasser, immer weiter reduzieren müssen, immer weiter verbessern müssen. Das bedeutet, wir intensivieren dadurch den Klimaschutz. Unser ursprüngliches Ziel war, dass wir die CO2-Emissionen des Gesamtkonzerns von 2015 bis 2025 um 30% senken. Und dieses Zwischenziel bleibt auch bestehen. Aber wir haben uns inzwischen eine neue, deutlich schwierigere Baseline gesetzt und sagen jetzt, wir wollen zwischen 2018 und 2030 auch in Summe diese 30% erreichen. Und das bedeutet, da zählen ja schon viele der neuen Fahrzeugkonzepte mit rein. Dieses Ziel geht also weit über unsere bisherigen Pläne im Konzern hinaus. Und es beinhaltet zum ersten Mal in seinem Ziel eben neben den PKWs auch die schweren LKW und Busse. Weil auch der öffentliche Verkehr und der Transportsektor sind natürlich ein wesentliches Element für die CO2-Reduktion. Das heißt, die Klimaziele des Volkswagen-Konzerns sind aus meiner Sicht in Übereinstimmung mit den Bedingungen zur Begrenzung der Erderwärmung. Und wir haben uns auch, vielleicht das noch als zusätzliches Element, der Science-Based-Target-Initiative angeschlossen, zu deren Trägern ja CDP, dann UN Global Compact oder auch das World Resource Institute oder der Worldwide Fund for Nature gehören. Und dort werden unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, immer wieder auch wissenschaftlich überprüft, bestätigt und mit anderen Unternehmen diskutiert. In Summe für unsere Produkte nochmal als Zusammenfassung. Wir werden also bis 2030 ca. 70 rein elektrische Elektromodelle auf dem Markt haben. Dazu noch ungefähr 60 Hybridmodelle. Und diese Elektroplattform, die wir entwickelt haben, auf der sollen bis 2030 ca. 26 Millionen Fahrzeuge gebaut werden. Das wird sicherlich anspruchsvoll für uns, aber wir glauben, dass wir mit einer möglichst schnellen Erneuerung der Fahrzeug,
Populationen in Europa sehr, sehr gut auch zur CO2-Reduktion beitragen können. Ich denke, dass gerade deshalb, weil die individuelle Mobilität für die Menschen doch ein Grundbedürfnis ist und noch, wahrscheinlich noch sehr lange auch eine Bedeutung haben wird. Sie haben vorhin auch das Thema Ladeinfrastruktur angesprochen, Frau Hahn. Ich hab das Thema am Anfang eher so als Chance gesehen, vor allen Dingen für die Zulieferindustrie, die sich ja auch transformieren muss. Wir haben aber gesehen, dass wir doch als Konzern da einen Eigenbeitrag, einen großen Eigenbeitrag leisten müssen. Das heißt, wir bieten mit Elli einen 100% CO2-freien Volkswagen Naturstrom für Privathaushalte und auch Unternehmen mit und ohne Elektrofahrzeug an. Und mit WeCharge bieten wir Zugang zu 150.000 öffentlichen Ladepunkten in Europa. Vielleicht sind das als Anfang für die Diskussion mal ein paar Impulse und dann würde ich zurückgeben an Sie, Herr von Sanowski. Ja, sehr herzlichen Dank. Da sehen wir, dass vieles im Fluss ist, vieles in Bewegung ist bei VW. Vielen Dank für das Update sozusagen. Dann freue ich mich gleich auf den nächsten Einblick von Herrn Klugescheid von BMW. Ja, also herzlichen Dank zunächst einmal auch von meiner Seite, dass ich heute hier dabei sein darf. Frau Herrn, Herr von Sanowski, liebe Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren. Ich würde gerne anknüpfen an das, was Frau Werner gesagt hat. Auch wir, und das wird Sie nicht überraschen, haben natürlich sehr eindeutige Nachhaltigkeitsziele. Und auch wir kommen jetzt in eine neue Phase. Zwischen 2006 und 2019 haben wir den Energieverbrauch unserer Produktion um -40% gesenkt. Wir haben die CO2-Emissionen pro produziertes Fahrzeug um 71% gesenkt, den Abfall zur Beseitigung um 78%, den Wasserverbrauch um annähernd 30%. Das sind Nachhaltigkeitsziele, die wir bis 2019 erreicht haben. Wir haben uns jetzt im vergangenen Jahr weitere ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt und die orientieren sich natürlich sehr stark auch an dem Umstand, dass wir jetzt mit der Entwicklung hin zum Elektrofahrzeug auch andere Herausforderungen haben. Die batterieelektrischen Fahrzeuge sind natürlich sehr stark getrieben durch die Frage, was passiert in der Vorkette. Wir sind da einerseits mit unseren Batteriezellenlieferanten übereingekommen, dass die Belieferung von Batteriezellen ausschließlich auf Basis von Grünstrom erfolgen darf. Wir werden bis 2030 dementsprechend, insbesondere im Hinblick auf die Batteriezellentechnologie, die sonst ja einen erheblichen Aufwuchs an CO2-Emissionen in der Lieferkette mit sich bringen, nochmal massiv hier reingehen und im Endeffekt im Vergleich zum Jahr 2019 dann nochmal deutlich, nämlich -20% weniger CO2-Emissionen abliefern pro Fahrzeug, was, wie gesagt, gegenläufig ist zu dem eigentlich zu erwartenden Aufwuchs an CO2-Emissionen durch den verstärkten Produktionszyklus hinsichtlich batterieelektrischer Fahrzeuge. Wir gehen in der Produktion runter auf in 2030 -80% dessen, was wir an CO2-Emissionen haben. Wir sind aber bereits in 2021 CO2-neutral über den Umstand, dass wir in dieser Zwischenphase, und wir sehen das als reine Brückenlösung, auch in die CO2-Kompensation gehen. Wir werden aber, und das ist, glaube ich, für die Diskussion jetzt auf europäischer Ebene sehr relevant, auch in der Nutzungsphase naturgemäß durch den massiven Aufwuchs im Bereich batterieelektrischer Fahrzeuge in 2030 -40% gegenüber 2019 in den CO2-Emissionen unterwegs sein. Das sind jeweils Zahlen für den Weltmarkt. Die unterscheiden sich natürlich je nach Marktsituation, je nach Land, je nach Region auch. Ähnlich wie Volkswagen sind wir im Reporting und in der Verifizierung dessen, was wir tun, auch den Science-Based Targets unterworfen, haben uns dieser Initiative angeschlossen und wollen damit maximale Transparenz erreichen. Wir sind in diesem Jahr auch tatsächlich mit einem integrierten Report in unsere Bilanzpressekonferenz gegangen, sodass auch über das integrierte Reporting
die Verifizierbarkeit, die Nachvollziehbarkeit dieser Daten und auch natürlich die Frage, wie transparent sind wir damit, sehr viel stärker gewährleistet wird. Mir scheint es wichtig zu sein, das Thema Ladeinfrastruktur noch ein bisschen stärker zu betrachten. Frau Hahn, Sie haben hingewiesen auf die AFID, die jetzt, also die Alternative Fuel Infrastructure Directive, die in ihrer zweiten Version sozusagen nunmehr im Juni zu erwarten ist. Die bisherige AFID hat sehr stark darunter gelitten, dass sie in keiner Weise für die Mitgliedstaaten verbindlich war. Und das hat Folgen für jeden, der Elektromobilität im täglichen Einsatz hat, so wie ich. Ich habe gerade heute den sechsten i3 abgeholt. Das heißt, wir haben eine relativ lange Erfahrung inzwischen über 6 Fahrzeuggenerationen, wenn Sie so wollen, mit dem i3 hier auch bei uns zu Hause. Und bis dato war es so, dass wir für die nächste öffentliche Ladesäule bis nach Göttingen, wo ich hier im niedersächsischen ursprünglich zu Hause bin, fahren müssen. Das sind rund 30 Kilometer. Das macht hin und zurück 60 Kilometer. Sie ahnen, das macht für den E-Mobilitätsnutzer überhaupt keinen Sinn. Natürlich sind wir in der glücklichen Situation, dass wir hier zu Hause eine Ladestation haben. Sonst würde das eben, wie gesagt, wenig sinnvoll sein. Aber Sie sehen, hier ist ein natürlicher Deckel für die Frage der Elektromobilität, der sich ausdrückt, nicht nur hier in diesem ganz speziellen Beispiel, das ich Ihnen gerade zitiert habe, sondern auch, wenn man in die Zahlen für die Bundesrepublik schaut, da waren 2019 noch für 10 Elektrofahrzeuge ein Ladepunkt verfügbar. Aktuell ist es 17 Ladepunkte für ein Elektroauto. Ende des Jahres, wenn es so weitergeht, erwarten wir, dass 24 Elektrofahrzeuge sich einen Ladepunkt teilen müssen. Und das macht doch relativ klar, dass die Marktpenetration durch Elektromobilität in keiner Weise auf der Ladeinfrastrukturseite mitentwickelt wird. Das ist eine Beobachtung, die unter anderem ja auch der EU-Rechnungshof in seinem jüngsten Bericht, der erst wenige Wochen alt ist, angekreidet hat der Kommission. Und wo wir insbesondere jetzt mit der Kommission als Europäischer Spitzenverband ACEA, wie auch als einzelne Hersteller in den Verhandlungen mit der Kommission sind, um eine AFID in die Welt zu bringen, die wirklich Verbindlichkeit generiert. Sie haben hingewiesen auf das Dossier zur CO2-Flottenregulierung. Das ist ja eine Flottenregulierung, die mit dem Zielwert 37,5 für 2030 erst knapp 2 Jahre alt ist, die jetzt in die Revision geht vor dem Hintergrund Fit for 55. Wir haben hier als Autoindustrie, glaube ich, erstmalig, wenn man die Vergangenheit betrachtet, erstmalig der Politik gegenüber klargemacht und angeboten, dass wir durchaus höhere Ziele mittragen können, haben aber ebenso klargemacht, dass dies nur mit einer Verbindlichkeit im Bereich der Ladeinfrastruktur überhaupt realisierbar ist. Das banale Beispiel, das ich vorhin brachte, macht es deutlich, ohne Ladeinfrastruktur werden Sie kein Elektroauto verkaufen können. Ohne Elektroauto findet auch keine Verbesserung der CO2-Situation statt. Das heißt, diese beiden Dinge gehören zusammen. Sie müssen auch zusammen in die Regulierung Eingang finden. Das ist handwerklich nicht ganz einfach, aber es ist machbar. Es braucht allerdings auch den politischen Willen. Denn ohne diese Verbindlichkeit werden wir nicht liefern können. Ja. Das sind Aspekte, die ich kurz anreißen wollte. Ladeinfrastruktur möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. BMW ist auch ähnlich wie Volkswagen bei IONITY aktiv. Das ist eine Initiative, die Ladeinfrastruktur bis 350 Kilowatt Ladeleistung im europäischen Rahmen installiert. Aktuell gerade sehr erfolgreich, muss man sagen. Darüber hinaus sind die einzelnen Hersteller, das gilt, glaube ich, sagen zu dürfen, Frau Werner, für Volkswagen genauso wie für BMW, natürlich aktiv in der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur, die sie sowohl den eigenen Mitarbeitern als auch der Öffentlichkeit anbieten. In München sind wir gerade aktuell, wenn ich das richtig überblicke, bei ca. 1400, also 1400 Ladepunkten, die im BMW-Geländen stehen, aber eben auch der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich sind. Für unsere eigenen Mitarbeiter haben wir darüber hinaus noch deutlich mehr.
Das scheint mir nochmal ein wichtiger Punkt zu sein, dass also Ladeinfrastruktur natürlich verstanden wird als eine Aufgabe, der sich neue Businessmodelle widmen können, die aber auch von den Herstellern durchaus mitgetragen wird. Letzter Punkt, und das scheint mir auch nochmal für die angesprochene Frage der Zukunftsfähigkeit ein ganz entscheidendes Element zu sein. Wir haben die sehr, sehr große Chance, zwischen der Welt der Energie und der Welt der Mobilität über die Elektromobilität einfach unglaublich viele Synergien zu schaffen, auch unglaublich viele Chancen für neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das habe ich einst mit Rainer Barke diskutieren dürfen, damit die Effekte Richtung Klima natürlich multiplizieren können. Wir haben ein Beispiel für diesen Effekt in Kalifornien, wo wir zusammen mit PG&E, das ist ein lokaler Energieprovider, das sogenannte Charge-Forward-Programm initialisiert haben. Das heißt, unsere Kunden laden ihre Elektrofahrzeuge netzdienlich. Sie sorgen dafür, dass das sogenannte Peak-Shaving damit eintritt. Das heißt, die Spitzenlasten aus dem System genommen werden. Das hat Folgen für den dann viel besser nutzbaren Anteil an erneuerbaren Energien im Netz, hat aber auch monetäre Vorteile, die dem Kunden dann tatsächlich auch ausgezahlt werden und damit die Hürde für den Eintritt in die Elektromobilität auch auf der ökonomischen Seite senken. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie man Energie und Mobilität zusammenbringen kann. Ich kann Ihnen sagen, wir haben das Gleiche hier in Deutschland auch versucht, sind aber bei den Energieanbietern nicht allzu weit gekommen. Und es gibt natürlich auch regulatorische Hemmnisse, die dann im Zweifelsfall beseitigt werden müssen. Und das scheint mir doch nochmal zur Frage der Zukunftsfähigkeit ein wichtiger Aspekt zu sein. Ich glaube im Übrigen, die Frage ist grundsätzlich per se natürlich richtig gestellt, die Autoindustrie zukunftsfähig machen. Ich glaube aber, dass wir sagen dürfen, wir sind zukunftsfähig, aber im Unterschied zu früher brauchen wir viel mehr Gemeinsamkeit, viel mehr interagieren mit den verschiedenen Sektoren, um das maximal Gute für Klima, wie für Industrie, wie für damit auch die europäischen Bürger aus der Frage der Zukunftsfähigkeit des Mobilitätssektors herausholen zu können. Das war mein kleines Intro. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Klugescheid. Damit haben wir auch noch die Münchner Perspektive drin, beziehungsweise die Göttinger, aber auf jeden Fall die Perspektive von BMW. Jetzt kommen wir zurück zur politischen Seite und zwar beginnen wir mit Dieter Janinecek, industriepolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und Münchner Abgeordneter. Lieber Dieter. Ja, vielen Dank für diese Runde. Ich habe ja auch noch eine weitere Funktion im Parlament. Ich bin nämlich einer der Vorsitzenden der Parlamentsgruppe Elektromobilität. Das heißt, wir arbeiten auch interfraktionell an diesem Thema, das wir gemeinsam im Bundestag vorantreiben wollten. Gestern früh hatten wir auch eine Sitzung mit der Parlamentsgruppe Sektorenkopplung. Das passt ja ganz gut, was der Herr von BMW auch gerade gesagt hat, nämlich die Ebenen Verkehrs- und Energiewende zusammenzubringen. Der Ministerpräsident Stefan Weil aus Niedersachsen war zum Beispiel auch dabei. Und die Signale Richtung Elektromobilität auf den Märkten, die sind ja sehr, sehr klar in dieser Phase. Was das Thema grüner Wasserstoff angeht, auch damit befassen wir uns als grüne Bundestagsfraktion und ich denke auch die Landtagsfraktion, damit aber Frau Fuchs nachher noch was zu sagen, ebenso sehr stark damit. Das ist natürlich auch eine Perspektive, insbesondere für den Schwerlastverkehr, Luftfahrt, Kunststoffindustrie. Es ist noch ein Stück weit eine offene Frage, ob der grüne Wasserstoff oder Wasserstoff erstmal als E-Fuels dann auch eine Perspektive werden könnte, noch auch im Pkw-Segment. Ich weiß, dass Teile der Industrie das immer noch so sehen. Momentan deutet darauf wenig hin, aufgrund der großen Mengen an Energie, die wir ja auch brauchen würden, dann um einen solchen Kraftstoff herzustellen und die Batterie eben doch mit ihrer Effizienz und auch den Leistungssprung, die da noch zu erwarten sind, scheint da doch im Vorteil zu sein. Und auch für die Klimaschutzperspektive ist es natürlich auch besser, dass man mit Energie sparsam umgeht und nicht raue Mengen an Energie sozusagen voraussetzt, um einen Kraftstoff zu produzieren. Ja, was machen wir Grüne in der Bundestagsfraktion? Wir sind sehr dialogisch unterwegs. Wir orientieren uns da sehr stark auch an dem Automobildialog Baden-Württemberg von Winfried Kretschmann. Den gibt es ja jetzt schon seit über 10 Jahren. Das heißt, einfach mit den Zulieferern, mit den OEMs, aber auch mit der EG Metall, mit den Beschäftigten im ständigen Dialog zu sein, weil diese Transformation ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ich stimme schon auch zu, dass Zukunftsfähigkeit auch in der Industrie heute schon gegeben ist. Aber man muss natürlich schon sehen, der Wandel hin zur Elektromobilität, die Themen Sektorenkopplung,
die Klimaziele, der Green New Deal auf der europäischen Ebene, das wird ja auch sehr viel transformieren. Auch die Frage Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle entstehen. Vielleicht werden Autos gerade auch in Ballungszentren zumindest in der Zukunft weniger im Besitz sein, sondern mehr auch geteilt werden, was ja grundsätzlich auch ein Geschäftsmodell ist, aber vielleicht auch einen ökologischen Nutzen haben könnte. Ich hatte heute auch ein Gespräch noch mit MAN zum Thema autonomes Fahren. Also auch das ist ja etwas, was nicht in den nächsten 2 bis 5 Jahren jetzt, glaube ich, zur Marktreife kommen wird, aber mit den Assistenzsystemen, die unterwegs sind, dann irgendwann schon eine Vision da sein kann, dass wir auch Automobile haben, die ohne Fahrer fahren werden. Und das auch übrigens im Truck-Segment beispielsweise, auf Autobahnen etc. Also es sind so viele Themen unterwegs und das alles zusammenzubringen, dann auch mit den Herausforderungen im Klimaschutz, Verkehrswende, dem Bedürfnis auch der Menschen, dass gerade dort, wo dichte Lebensräume sind, das Automobil den Platz ja auch eng macht. Das müssen wir auch mal klar benennen. Also wir setzen ja auch auf Verkehrsvermeidung als Grüne, was nicht heißt, dass mit einer wachsenden Weltbevölkerung die Hälfte des deutschen Automobilproduktionsbestandes geht ja ins Ausland, also dass dann da kein Geschäft mehr da sein wird in der Zukunft. Denn wir haben ja weltweit einen aufstrebenden Mittelstand mit all den Folgen auch wiederum für die Ressourcenseite und fürs Klima. Aber der Wunsch nach Mobilität, auch mit dem Automobil, der ist natürlich auch weiterhin gegeben. Ja, zusammengefasst, also uns kommt es darauf an, die Wettbewerbsfähigkeit mit Klimaschutz voranzutreiben. Vielleicht noch ein Satz zu der Frage Perspektive 2030. Das ist ja eine programmatische Forderung von uns Grünen zu sagen, wir möchten, dass ab dem Jahr 2030, und wenn es dann 32 oder 33 wird, ist auch nicht die entscheidende Frage, wir möchten das Signal geben, was andere Länder auch gegeben haben, nämlich nicht, dass der Verbrennungsmotor verboten wird, sondern dass Erdöl und Gas als Verbrennungsmasse im Motor sozusagen passé sind. Das heißt, eine klimaneutrale Mobilität möglich wird. Nach dem jetzigen Stand im Pkw- und Kleinwagensegment ist das die Elektromobilität. Aber in anderen Bereichen wird es eben auch der grüne Wasserstoff oder die synthetischen Fuels sein. Und da brauchen wir natürlich auch einen Markthochlauf in diesen Segmenten, weil von alleine fliegt das ja nicht. Also auch da wird sich die Frage in den nächsten Jahren sehr, sehr stark stellen, wie kriegen wir das hin, dass wir diese Transformation gemeinsam bewältigen. Allerletzter Satz vielleicht noch zu den Fragen, weil ich auch mit der IG Metall vorgestern ein Gespräch dazu hatte, auch mit Betriebsräten, Transformation von einzelnen Regionen, die zum Beispiel eine bestimmte Abhängigkeit haben. Ich denke jetzt zum Beispiel in die Region Bamberg, Oberfranken, Bosch, Automobilzulieferer. Auch darüber machen wir uns Gedanken, dass wir auch Hilfestellungen geben für die Beschäftigten und die Unternehmen vor Ort, die besonders vom Wandel herausgefordert sind. Weil natürlich nach allen Studien, die wir jetzt auch kennen, und es gab jetzt auch vom VW, glaube ich, eine aktuelle Studie zum Thema Beschäftigung, ist es schon so, dass die Fertigungstiefe gerade der Elektromobilität eben ein Stück weit geringer ist. Es werden auch neue Jobs entstehen, aber es wird damit zu rechnen sein, dass zumindest im Kernsegment auch Arbeitsplätze abgebaut werden. Damit müssen wir als Politik auch umgehen und die Transformation da vorantreiben. Dankeschön, soweit. Ja, lieber Dieter, das war im Prinzip schon die Überleitung, die ich sonst hätte machen wollen an Barbara, die als wirtschaftspolitische Sprecherin in der Landtagsfraktion sich hier intensiv auch mit dem Bereich Zukunft der Automobilindustrie hier in Bayern auseinandergesetzt hat. Du hast schon einige Standorte genannt, lieber Dieter, und damit übergebe ich gleich an dich, Barbara. Ja, danke schön. Ist mein Mikro an? Ja, okay. Ja, ganz kurz möchte ich mich vorstellen, wirtschaftspolitische Sprecherin und Mittelstandsbeauftragte. Und das ist jetzt auch gleich meine Brücke, die ich mir selber baue, denn ich möchte jetzt ein bisschen weggehen von den großen Automobilkonzernen zum Mittelstand eben, denn das ist letztendlich die, ich sag mal, die Decke, die der Boden, der die Konzerne trägt, ist ja letztendlich der Mittelstand dahinter in dem gesamten Zulieferbereich, in den ganzen mittleren und kleinen Betrieben, die die vielen, vielen Bauteile herstellen für die Fahrzeuge. Denn nach meinem Kenntnisstand sind fast 70% der Wertschöpfungskette eines Fahrzeuges passieren nicht im Konzern, sondern eben in der zweiten, dritten und vierten Lieferkette. Und das ist der Bereich, der mir ganz arg am Herzen liegt. Das passt natürlich auch deswegen gut zu Bayern, weil Bayern hat ja vor allen Dingen mittelständische Unternehmen in unserem Bundesland, und zwar über 600.000 mittelständische Betriebe mit 4,4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und über 170.000 Auszubildende. Das heißt, in Bayern ist die Wirtschaft wird ganz stark getragen von dem Mittelstand. Deswegen hat sich
die Regierung im Freistaat Bayern auch zusätzlich zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der auf der Bundesebene handelt, auch einen zusätzlichen Unterstützungsfonds, nämlich den Bayernfonds, geleistet sozusagen. Ich bin stellvertretende Vorsitzende der Kontrollkommission und in diesem Bayernfonds geht es darum, Unternehmen, Betriebe, die durch Corona in die Schieflage geraten sind, eben auch nochmal speziell zu unterstützen in Form von Krediten, Beteiligungen oder auch Bürgschaften. Und auch da sind mir jetzt zum Beispiel selbstverständlich auch Zulieferbetriebe der Automobilindustrie begegnet, die natürlich auch in Schwierigkeiten geraten sind in den letzten eineinhalb Jahren Corona. Ehrlicherweise muss man aber sagen, meistens sind die Schwierigkeiten schon älter und sie haben auch eben nicht nur mit Corona zu tun, sondern auch mit dieser Transformation, mit diesem Wandel. Und mein Anliegen ist es einfach, ich setze mich dafür ein, eine Balance herzustellen zwischen den Konzernen, den Zulieferern und natürlich die Wirtschaftskraft, die Wertschöpfungskette. Da muss ich jetzt der Henrike, meiner lieben Freundin Henrike, widersprechen. Ich möchte natürlich die Wertschöpfung in Bayern auch behalten, auch wenn ich selber überzeugte Europäerin bin. Aber wir wollen schon in Bayern auch noch was produzieren. Und Das ist eben mein Anliegen und da setze ich mich ganz stark ein. Wir haben zum Beispiel, ich habe ein Konzeptpapier entwickelt, wie wir vielleicht die Fahrzeugindustrie im Zulieferbereich unterstützen können. Wir haben uns dazu einen ökologischen Transformationsfonds überlegt und zwar explizit für kleine und mittlere Unternehmen, denn wir denken viel und ich denke einfach viel drüber nach, wie kann man denn die Unternehmen mitnehmen? Wir sprechen ja von Parallelstrukturen, die jetzt gerade die Konzerne aufbauen. Sie bauen ja noch Fahrzeuge mit Verbrennermotoren. Das heißt, ihre bisherigen Lieferanten sind ja zum Teil noch stark beschäftigt. Und die noch in die alten Technologien liefern, die haben eigentlich gar keine Gelegenheit, gar keine Chance, in die neuen Technologien mitzukommen, weil sie ja in der Parallelstruktur immer noch lieferfähig und produktionsfähig sein müssen. Und dann ist natürlich die ganz große Frage auch der Investitionen, die notwendig sind für die Transformation und auch die Qualifizierung der MitarbeiterInnen. Das sind ja die Themen, die den Mittelstand ganz stark beschäftigen. Jetzt sage ich, als grüne Wirtschaftspolitikerin, vielleicht wird es doch ein paar Fahrzeuge weniger in Zukunft geben oder andere Mobilitätsideen wie eben Carsharing, ÖPNV, was ja auch Fahrzeuge braucht, aber eine andere Art von Fahrzeugen. Also wir wollen die Automobilindustrie schon beide auslasten, aber vielleicht auch ein bisschen anders. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir MitarbeiterInnen qualifizieren für die Tätigkeiten, die in anderen Marktsegmenten entstehen, im Umfeld der Energiewende zum Beispiel auch. Das ist eine Geschichte. Aber diese klassischen mittelständischen Zulieferbetriebe in der zweiten und in der dritten Ebene, wo sich Maschinenbau und Fahrzeugbau und Werkzeugbau, Konstruktion, all diese Dinge vermischen. Da lässt sich nimmer unterscheiden, an so ein Werkzeugentwickler, der baut mal ein Werkzeug für den Maschinenbau und dann wieder für die Fahrzeugindustrie. Wie können wir diese Betriebe mitnehmen? Die haben wirklich zum einen keine Ressourcen, keine finanziellen, weil sie ja doch in all diesen langen Jahren unter dem Preisdruck aus dem Konzern, Automobilkonzern ein Stück weit leiden. Das heißt, sie haben sich quasi keine großen Polster anschaffen können. Und da ist der Transformationsfonds sicher ein Mittel. Aber was wir brauchen, und das ist auch gleichzeitig das, was ich Ihnen so gerne ans Herz legen möchte, wir brauchen den Willen und die Bereitschaft der Konzerne, da auch mitzugehen und die Unternehmen, soweit eben möglich ist, und das ist sicher dehnbar und wenn man will, kann man mehr machen. Und ich wünsche mir natürlich dieses, bitte machen Sie mehr, dass Sie Ihren langen und treuen Lieferanten einfach die Möglichkeit geben, mit in die neuen Technologien zu kommen. Das ist wichtig für die Wertschöpfung vor Ort. Das ist ganz klar. Natürlich auch Thema Kreislaufwirtschaft, Ressourcen sparen, all solche Dinge, diese Balance, das ist, muss ich nicht nochmal wiederholen, das ist für uns Grüne eigentlich selbstverständlich.
Und dann aber eben zu sagen, wir nehmen diese Betriebe mit diesen vielen, vielen Beschäftigten von den 600.000 Betrieben ist gut zwei Drittel in der zweiten, dritten, vierten Ebene in irgendeiner Form für den Automobil- und Fahrzeugbau tätig. Und dafür fehlen mir noch ein bisschen die Vorschläge und die Lösungen, wenn die Parallelstruktur ausläuft. Irgendwann wird der Schalter immer weiter gedreht. Was passiert mit den Lieferanten, die das in all den Jahren mitgetragen haben? Und das ist mein großer Wunsch an Sie und die Bitte auch und von der Regierungsseite oder auch von uns, von der Opposition her. Den Transformationsfonds haben wir im letzten Haushalt beantragt und wir haben noch andere Ideen, wie wir die MitarbeiterInnen mitnehmen, zum Beispiel über Qualifizierungskurzarbeit und solche Dinge. Aber essentiell notwendig ist einfach der Wille und die Bereitschaft der Konzerne, diesen Weg auch zu gehen und die Lieferanten nicht einfach auszutauschen, sondern mitzunehmen. Und das wäre so mein Thema und auch mein Anliegen im Sinne von Wertschöpfung, liebe Henrike, auch in Bayern. Danke. Ja, sehr herzlichen Dank. Jetzt haben wir einen richtigen Rundumschlag mit den unterschiedlichsten Perspektiven auf Mobilität und auf die Zukunft der Mobilität bekommen. Kein Wunder, weil es ja auch wirklich ein großes Thema ist und eben von den globalen Champions bis zum kleinen bayerischen Zulieferer geht und auch die drei unterschiedlichen Politikebenen betrifft. Im Chat sind schon eine Reihe Fragen reingekommen. Ich möchte die lieben Teilnehmenden Sie und euch gerne dazu ermuntern, auch noch weitere Fragen zu stellen. Die richten sich zum Teil auch an mehrere Leute, beziehungsweise könnten zumindest von mehreren beantwortet werden. Ich fände jetzt erstmal spannend zum Einstieg die allerletzte Frage von Andreas Brieger, der für den DGB in der Verbindungsstelle Europapolitik tätig oder aktiv ist. Der sagt, naja, wir haben jetzt auch einen Fachkräftebedarf für diese nachhaltige Automobilindustrie. Das sind neue Technologien. Da muss umgelernt werden oder neue Leute eingestellt werden. Was muss da auf nationaler und europäischer Ebene getan werden, um das zu decken, damit am Ende auch ein Beschäftigungsplus entsteht aus dem Green New Deal? Also, dass vielleicht mehr Leute einen Job finden, anstatt weniger. Vielleicht Henrike. Ja, herzlichen Dank. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie Frau Werner das aus der Unternehmensperspektive sieht. Wir haben das natürlich bei uns als Hausaufgaben total mit dabei in der Politik. Investitionen in Skills und Kompetenzen sind ein ganz wichtiger Bestandteil von Investitionen. Und das wird auch wahnsinnig wichtig sein, um den Green Deal da entsprechend umzusetzen und zu einem fairen Aufschwung auch beizutragen. Also auch dieser faire Transformationsaspekt ist sehr, sehr wichtig. Und da gibt es etwa die Europäische Kompetenzagenda, die unterstützt den grünen und digitalen Wandel mit Initiativen wie dem Pakt für Kompetenzen. Der hilft dabei, den privaten Sektor und andere Stakeholder auch noch mit zu mobilisieren, um eben zu garantieren, dass Arbeitskräfte in Europa weitergebildet werden können, umgeschult werden können. Der unterstützt Qualifizierungspartnerschaften pro Ökosystem. Dann gibt es auch die sogenannten Skill Roundtables, die von der Kommission mit relevanten Stakeholdern versetzt werden, aus jedem Ökosystem heraus organisiert werden. Also da gibt es jede Menge entsprechende Instrumente. Auch beim Haushalt ist es so, das EU-Budget für den Zeitraum 2021 bis 2027 enthält da auch zum Beispiel ganz viele Instrumente, die Höher- und Umqualifizierung eben unterstützen. Also dass dieser Bereich gefördert wird, das sind wenige Beispiele, aber auch zum Beispiel, ich selber bin Berichterstatterin im Wirtschaftsausschuss jetzt im Rahmen des Just Transition Mechanism, ja, wo man eben auch überlegt, wie man mit Milliarden von Euro, wie man damit umgeht, wo wir sprechen im Trilog mit Rat und Kommissionen, wenn wir da an den legislativen Aufgaben sind, wie sozusagen eben genau Dekarbonisierung der Wirtschaft auch mit Weiterbildungsmaßnahmen vor Ort regional auch begleitet werden kann, also wie man da entsprechend investiert werden kann. Das ist für uns ein wahnsinnig wichtiger Punkt, umso spannender natürlich, wie das von Unternehmensseite auch gestaltet wird. Wir wissen gut in der Politik, was wir zu tun haben, aber wie kann eben auch so eine Wettbewerbssituation dazu beitragen, dass trotzdem hier auch so ein fairer Übergang passiert? Das finde ich ganz besonders spannend. Vielen Dank.
Ja, ich würde sehr gerne die Frage an Frau Werner auch noch weitergeben. Die europäische Ebene bedeutet ja auch, dass man dann ganz unterschiedlichen, ich sag mal, Traditionslinien der Ausbildung und Mitarbeiterbildung ist. Und wir haben hier in Deutschland und mit unseren deutschen Unternehmen ja mit dem System der dualen Ausbildung, mit sehr langfristigen Mitarbeiterbeziehungen eine ganz besondere Tradition, aus der auch eine besondere Verantwortung hervorgeht. Frau Werner, wie ist da der Blick der VW-Gesellschaft auf die Weiterbildung und Neuqualifizierung? Ja, jetzt sind ja ganz, ganz viele verschiedene Aspekte angesprochen. Das eine ist die Transformation sozusagen der Zulieferindustrie. Da hat mich natürlich schon vor einigen Jahren überrascht, dass der größte Automobilzulieferer Bosch gesagt hat, also wir werden nie in Batteriezellfertigung investieren und diese neue Technologie nicht für uns übernehmen. Und wir als Automobilhersteller haben uns im Grunde genommen ja in einer Situation befunden, wo wir gesagt haben, ja, also früher haben wir eigentlich auch keinen Treibstoff hergestellt und wir haben auch keine Tankstellen gebaut. Und jetzt müssen wir gleichzeitig mit der Transformation unserer Fahrzeugflotte auch noch in die Ladeinfrastruktur investieren und auch in die quasi in ein Chemiewerk wie eine Batterie. Ja, das ist ja sehr, sehr viel Chemie. Das ist schon eine Riesenherausforderung, wo sehr, sehr viel von uns erwartet wird. Also auf der technologischen Seite gibt es, glaube ich, so viele Betätigungsfelder auch für die Zulieferindustrie, auch im Bereich, wenn wir an das Lieferkettengesetz denken, wo ja Blockchain-Technologie sehr, sehr stark helfen kann und die Lieferanten, die sich dafür fit machen, sich automatisch auch für uns als OEM qualifizieren, uns dabei zu helfen, eben compliant gerade diese Verantwortung in der Lieferkette umzusetzen. Das ist der eine Aspekt. Wie transformieren wir unsere eigene Belegschaft? Das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung. Ich glaube, da ist bei uns die Volkswagen-Komponente ein sehr, sehr gut gelungenes Beispiel, wie wir das aufgesetzt haben. Wir haben dort schon Tausende von Mitarbeitern umgeschult, die vorher Dieselmotoren in der Dieselmotorenproduktion waren und jetzt in die Batteriezellfertigung gehen, die jetzt in neuen Technologien arbeiten. Wir haben auch bei Porsche aus der bestehenden Mannschaft sehr viel in Hochvolttechnologie geschult und können sie jetzt bei der Produktion des Porsche Taycan einsetzen. Also das Stichwort ist wie überall lebenslanges Lernen, weil auch die heute studieren, werden in 20 Jahren veraltetes Wissen haben, müssen neu ausgebildet werden. Das heißt, wir brauchen eine Bildungspartnerschaft, dass wir völlig neue Lebensläufe im Grunde genommen kreieren, wo es völlig normal wird, dass man nach 15 oder 20 Jahren im Berufsleben eben nochmal vielleicht so Modelle hat wie 6 Wochen noch im alten Job sein, 6 Wochen wieder lernen, 6 Wochen weiterarbeiten, 6 Wochen lernen und wenn man dann vollständig qualifiziert ist, auf einen neuen Job umschwenkt. Also dieses Parallele zwischen Ausphasen einer alten Technologie und Umgleisen auf eine neue Technologie, da braucht es völlig neue Modelle. Das ist jetzt der Produktionssektor, aber vielleicht noch mal ein ganz zusätzlicher Augenmerk auf den Bereich der Wissens- und Büroarbeit. Ja, der verändert sich ja auch massiv. Und ich habe schon angesprochen, künstliche Intelligenz, Blockchain, Internal Automation und alle diese Technologien führen ja gerade auch an den Schreibtischen zu einem bis dahin ja noch nie gekannten Produktivitätsdruck. Wir haben dazu mal ein Pilotprojekt bei uns im Finanzsektor gemacht und haben komplett analysiert, wie wirkt sich jetzt dieser Digitalisierungs- und Automatisierungsschub auf diese Arbeitsplätze aus. Und wir haben dabei eben festgestellt, dass es nicht in der Regel nicht ein ganzer Arbeitsplatz oder eine komplette Tätigkeit wegfällt, sondern dass die traditionell ausgebildeten Mitarbeiter eben vielleicht die Hälfte ihrer Tätigkeiten automatisiert werden, die anderen aber fortbestehen und neue dazukommen. Das heißt, wir müssen eben gerade diese Veränderungsschübe, die eher kontinuierlich als disruptiv erfolgen, ganz, ganz gut durch
strategische Personalplanung und betriebliche interne Weiterbildung abfangen. Herzlichen Dank für dieses Überblick über die großen, ja, über das große Feld und der unterschiedlichsten Überlegungen, die da wirklich auf Dekaden angestrengt werden müssen. Wir haben jetzt in den Fragen zwei Fragen, die sich nochmal in die Produktion gehen und in die CO2-Reduktion bei der Produktion. Das eine geht, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Da werden Zertifikate, da wird Tesla angesprochen, die eben einen Teil ihrer Gewinne über Zertifikate macht. Das geht aber meiner Meinung nach über den Absatz von Autos sozusagen. Und das ist aber nicht wirklich die klimaneutrale Produktion. Die Frage zielt ab darauf, inwiefern, also was ist eine bilanziell klimaneutrale Produktion und wie ist es plötzlich gelungen, von einer weiteren Wortmeldung so schnell und so stark plötzlich in der Produktion die Emissionen so zu senken. Also ich würde jetzt das Thema Credits für Elektroautos mal rauslassen, sondern wirklich auf die Produktion gehen und dazu gerne Herrn Klugescheid fragen. Gerne, ja. Also vielleicht aber noch mal ganz kurz eine Ergänzung zu dem Punkt, den Frau Werner gemacht hat, aber insbesondere auch Frau Fuchs gemacht hat. Wenn wir hier an die Belegschaftsthemen denken und wir haben zusammen mit der IG Metall ja über die ELAB-2-Studie, die von Fraunhofer gemacht worden ist, ziemlich gutes Datenmaterial auch zusammenbringen können. Wenn man also in die Welt der Arbeit schaut unter diesen geänderten Transformationsbedingungen, dann kann man, glaube ich, sagen, die großen OEMs, die großen Hersteller werden diese Herausforderungen schaffen. Ja, da gibt es, glaube ich, gar keine Frage. Das ist im individuellen Fall durchaus schon auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausfordernd. Das darf man gar nicht unterschätzen. Aber wir haben einfach die Fähigkeiten und Kompetenzen, am Ende da durchaus auch mitzuhalten. Was uns sicherlich mehr Sorgen macht, und Frau Fuchs hat das ja durchaus sehr, sehr leidenschaftlich auch vorgetragen und mit gutem Recht, ist die Frage, wie die Zulieferer, insbesondere in Clustern, die sehr stark ausgerichtet sind auf die Welt der Verbrennungsmotorik, wie die das wohl so hinkriegen. Frau Fuchs, ich kann Ihnen nur sagen, wir als Autohersteller, wir wissen darum, dass die Zulieferer uns essentiell sozusagen die Basis bieten, auf der wir dann am Ende ein komplettes Fahrzeug herstellen. Bei BMW ist es tatsächlich so, das mag von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein, dass tatsächlich bei uns etwa Größenordnung 70% aus der Zuliefererwelt kommen, 30% sozusagen Eigenwertschöpfung ist. Und es ist für uns eine Frage letztlich auch des ökonomischen Überlebens, dass unsere Zulieferer mitkommen. Ja? Natürlich wird es da immer wieder auch Veränderungen geben, andere Zulieferer kommen zum Zug etc. pp. Aber die neue Welt der Elektromobilität wird ganz sicherlich nicht so sein, dass wir hier eine Zuliefererbasis austauschen durch eine andere, sondern das Schlüsselwort da ist Innovation und ist tatsächlich Fort- und Weiterbildung. Und da gibt es dezidiert auch eine Aufgabe auf der Politikseite, auf der nationalen wie EU-Seite, auch sicherlich auf der Seite der Autohersteller. Und diese Aufgabe erfüllen wir auch, weil wir wissen, wie stark wir auf diese Basis angewiesen sind. Das heißt, wir gehen zusammen mit den Zulieferern, insbesondere im Bereich der Innovation, in diese neue Welt der Elektromobilität. Das ist allerdings nicht ganz friktionsfrei. Und ELAB, diese Studie zeigt, und wer sie nicht kennt, sollte sie wirklich gerne mal lesen. Ich glaube, es ist insbesondere für Politikmacher eine wichtige Studie, zeigt, dass wir hier in Regionen durchaus in Probleme laufen. Und gemeinsam, und ich unterstreiche das, ich habe es vorhin schon getan, gemeinsam schauen müssen, wie wir da weiterkommen. Ja. Zum Thema Produktion, da ist es natürlich ganz stark der Einsatz erneuerbarer Energien, der eine Rolle spielt bei der Absenkung CO2. Ja. Wir haben sicherlich in unterschiedlichen Werken bei BMW ganz unterschiedliche Konzepte, wie wir CO2 reduzieren in der Energieversorgung, in der Stromversorgung etc. pp. Wir haben in Südafrika das Werk, habe ich in Rosslyn einst besucht, auch mit einer Gruppe von Journalisten, Biomethan. Wir haben dann Zulieferer, in Anführungszeichen, der über Kühe sozusagen dann dafür sorgt, dass wir hier mit Methan
Produktion betreiben. Wir haben in South Carolina, in unserem Werk in Spartanburg, haben wir aus einer Mülldeponie Methan, das wir nutzen, großen Bereichen. Wir denken natürlich auch, und das wurde ja mehrfach angesprochen, darüber nach, nicht nur grünen Wasserstoff im Fahrzeug einzusetzen, sondern naturgemäß auch im Produktionsumfeld. Und so sind da ganz viele Elemente in dem Bereich greifbar, die CO2-Reduzierung durchaus machbar erscheinen lassen. Und nochmal, während wir 2021 tatsächlich schon eine CO2-neutrale Produktion benennen können, passiert das aktuell auch zum gewissen Anteil noch über Zertifikate. Das wollen wir aber Richtung 2030 sukzessive durch diese Technologien so austauschen, dass wir wirklich zu einem massiven Absenken von CO2 auch in der Bilanz kommen. Und das werden wir auch vor dem Hintergrund von Science-Based Targets so transparent machen, dass das wirklich jeder sich anschauen kann und jeder uns da auch prüfen kann. Das zu der Frage der Produktion. Vielleicht aber noch ein letzter Punkt und der zeigt nochmal, wo das eigentliche Thema liegt, aus meiner Sicht eher in der Lieferkette. Da glaube ich, in den Bereichen, wo wir sozusagen nicht selbst die Hand drauf haben, wo wir über Verträge, wo wir über Ertüchtigung, wie man das vielleicht nennen könnte, jedenfalls aber über Innovationstransfer auch bei den Zulieferern was machen können, da ist viel Potenzial, aber da ist die Aufgabe deutlich komplexer. Ja? Aber nochmal, vor dem Hintergrund der Entwicklung Richtung batterieelektrischer Fahrzeuge wird der Hebel immer größer in der Zuliefererkette. Und deswegen wird dieser Bereich auch zunehmend wichtiger. Und dementsprechend kümmern wir uns auch drum. Herzlichen Dank. Ich denke, wir gehen jetzt vom Bereich Aus- und Weiterbildung weiter zu anderen Themenbereichen. Und zwar ist hier von einem anonymen Zuschauer die Frage eingereicht worden zum grünen Wahlprogramm Entwurf. Das wird ja erst Mitte Juni entschieden. Es ist auch keinesfalls sicher, ob wir Deutschland rausstreichen oder nicht. Ich denke nicht, falls Sie die Debatte heute mitbekommen haben. Und in diesem Sinne trotzdem, da steht im Entwurf drin, dass wir ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zulassen wollen und Verbrennungsmotor mit Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen bestenfalls eine Illusion, schlimmstenfalls eine Verzögerungstaktik wären. Dieter Janicek, an dich geht die nächste Frage, lieber Dieter. Du hast ja doch auch Potenzial geäußert im Bereich von E-Fuels und Wasserstoff. Würdest du dich bitte dazu äußern? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben übrigens mit einigen Kollegen zusammen einen Antrag gestellt jetzt für den Parteitag, um diese etwas apodiktische Formulierung noch etwas offener zu halten, weil ich glaube, gemeint ist, dass der Verbrennungsmotor fossiler Sorte im Kleinwagen- und Mittelwagensegment auslaufen soll. Das sehe ich ganz genauso. Aber man muss dann schon noch die Übergänge sehen im Bereich Schwerlastverkehr, Landmaschinen etc. oder Trucks. Und dort wird es nicht 1:1 automatisch auf die Batterie rauslaufen. Das kann auch sein. Also MAN zum Beispiel investiert jetzt sehr wohl auch sehr stark in elektrische Trucks. Das ist für die ein Thema, weil die das dann auch abbilden können mit entsprechender Ladeinfrastruktur, die sie dazu brauchen. Aber andere gehen da eben auch in den Bereich synthetische Fuels hinein, weil es einfach so ist, je schwerer das Fahrzeug ist, einfach Physik, desto schwerer wird dann auch irgendwann die Batterie und dann fährst du halt eine Batterie durch die Gegend. Und das ist dann irgendwann nicht mehr darstellbar, auch von der ökologischen Seite her. Batterien haben natürlich auch eine Rohstoffseite und auch einen CO2-Footprint. Und die Frage wie der Importe in diesem Bereich, die wird sich ja auch noch stellen. Das ist aber übrigens auch bei grünem Wasserstoff so. Also ich denke, wir sind da ziemlich klar, was der Bereich PKWs angeht. Aber wir sagen auch, wir müssen sehr technologieoffen sein, was der Schwerlastverkehr und andere Bereiche angeht. Gewicht ist einfach ein Faktor. Im Luftverkehr zum Beispiel ist ja die Batterie überhaupt keine Option, außer für Kleinstflugzeuge, weil du einen Jumbojet nicht hochkriegst mit einer Batterie. Und so ist es halt in bestimmten Bereichen, industriellen Bereichen ja auch. Und da, glaube ich, brauchen wir eine Offenheit. Und die Voraussetzung für alles, um das abzuschließen, sind erneuerbare Energien in rauen Mengen, die wir brauchen werden und die wir zusätzlich aufbauen. Und wir werden auch als Bundesrepublik Deutschland es nicht schaffen, das sage ich auch mal deutlich, das zu 100% alleine abzubilden. Also wir wollen alles an Potenzial ausschöpfen mit Solarpflicht und Windkraft und Offshore, was wir können. Aber wir werden auch, wie wir heute Energie importieren, auch in der Zukunft, und das wird dann eben erneuerbare Energie in Form von grünem Wasserstoff oder eben Strom dann über Leitungen oder auch Ammoniak. Da gibt es ja also verschiedenste Formen,
haben, solange wir ein Industrieland sein wollen mit dem hohen Bedarf an Energie, das wir eben auch haben. Danke. Darf ich mich, Herr Sanowski, wenn Sie erlauben? Gerne, ich möchte es aber gerne noch ein bisschen zuspitzen. Die Frage ging auch an Sie, Frau Werner, und an Sie, Herrn Klugescheid. Inwiefern Sie da eine realistische Option sehen für Wasserstoff und für E-Fuels. Jetzt würde ich sagen, E-Fuels, klar, da muss man an der Technik nicht viel ändern. Sehen Sie denn, und das ist die Zuspitzung, sehen Sie denn für einen übergangsweisen Einsatz der Wasserstofftechnologie in Pkw, ist dort ein Raum? Also kann man Wasserstoff als Übergang nehmen oder wäre das eine Grundlagenentscheidung, in die Richtung gehe ich und dann aber auch mit voller Kraft? Vielleicht, wenn erst Herr Klugescheid, weil er gerade schon antworten wollte, was sagen wird und dann direkt Frau Werner am Anschluss. Okay. Dann erlaube ich mir einen ganz kurzen Rekurs auf meine eigene Historie. Ich habe tatsächlich bei BMW angefangen mit dem Thema Wasserstoff. Ja, wir haben in den frühen 2000ern eine große oder eine relativ große Flotte von wasserstoffverbrennungsmotorischen Fahrzeugen gezeigt, um die Technologie einfach auch zu propagieren. Und spätestens seitdem bin ich fest davon überzeugt, dass die Idee des Verbrennerverbots als solches etwas kurz greift. Und deswegen bin ich auch froh, dass Herr Janicek hier nochmal einen starken Hinweis darauf gemacht hat, dass der Verbrenner als Technologie ja relativ agnostik ist. Ja? Also dem ist eigentlich egal, was da reinläuft. Das kann Synfuel sein, das ausschließlich CO2-neutral oder frei hergestellt worden ist. Es kann Wasserstoff sein, der CO2-frei hergestellt worden ist. Es kann ein fossiler Kraftstoff klassischer Natur, sprich Benzin oder Diesel sein. Über die Effizienz kann man sich unterhalten, die damit verbundenen Kosten kann man sich auch unterhalten für den Kunden, den Nutzer, der den Treibstoff am Ende bezahlen muss, was ja eine direkte Bezugsgröße zur Effizienz hat. Wir glauben aber, dass die Logik der Technologieneutralität, die Herr Janicek ja auch schon angesprochen hat, durchaus eine relevante ist. Das heißt, wir haben eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht mit Technologieverboten oder Mandaten. Wir haben dagegen in Summe gute Erfahrungen gemacht und das gilt für BMW insbesondere, nachdem wir ja sozusagen in jeder Runde auch der EU-CO2-Regulierung compliant sind. Mit Performance-Standards. Das heißt, Gesetzgeber sagt uns, wie viel weniger CO2 du haben willst. Und da kann man sich dann über den Zielwert unterhalten und streiten. Gib uns, den Herstellern und uns, den Kunden, damit letztlich auch den Wählern, die Chance, dann zu sagen, diese oder jene Technologie will ich haben, um das zu realisieren. Solange wir den Performance-Standard erfüllen, sollte das eigentlich im Sinne aller sein. Und da wird viel durch den Markt geregelt, eben über das Preissignal. Und by the way, da kommen wir dann auch irgendwann am ETS vorbei, den wir als BMW sehr, sehr stark unterstützen, ja, im Verkehrssektor. Aber Technologiemandatierung bringt nichts, auch unter dem Aspekt, dass es Innovation am Ende abstellt. Ja? Deswegen Performance-Standards ja, Technologiemandate nein. Und vielleicht kommen wir tatsächlich nochmal an dem Thema ETS vorbei, weil das halte ich für einen sehr interessanten Aspekt, den wir vielleicht nochmal diskutieren können im weiteren Verlauf. Ja, herzlichen Dank. Jetzt gerne Frau Werner, weil Sie ja zu den deutschen Hersteller gehören, der sich vielleicht am stärksten auf eine Technologie jetzt quasi schon committed hat. Ja, aber bevor wir da nochmal reingehen, also ich kann das, was Herr Klugescheid gesagt hat, nur unterstreichen. Vorhin hat er auch nochmal gesagt, wie man die CO2-Flottenregulierung eben mit AFID kombinieren sollte. Jetzt spricht er das Thema Technologieoffenheit an. Ich meine, und darüber reden wir, während wir gleichzeitig über einen EU7-Motor reden. Ja, jetzt mal allein von einem einzelnen Verbrennungsmotor gedacht, ja, der über einen, ich sag mal, Flottenzyklus oder eine Fahrzeuggeneration von 7 Jahren sicher nicht komplett amortisiert, sondern eigentlich erst im zweiten Zyklus, also sprich 14 Jahre braucht, so eine Investition in eine neue Motorentechnologie, um sich zu amortisieren. Wenn ich jetzt aber weiß, dass vielleicht 2030 schon gar kein Verbrenner mehr auf die Straße darf, dann macht es auch keinen Sinn, für einen relativ kurzen Zeitraum nochmal zum Beispiel einen EU7-Motor zu fordern und damit zum Beispiel auch, wie Frau Fuchs richtig angemerkt hat, einige Zulieferer
noch deutlich früher sozusagen vielleicht aus der Kette rauszukegeln. Wenn man die CO2-Flottenregulierung als Hauptaugenmerk nimmt und dort dann nochmal reduziert und nochmal reduziert, dann ist es vielleicht eben auch möglich, dass man einen verbesserten EU6-Motor statt einem neuen EU7-Motor in diese Gesamtflottenziel bei einem Hersteller integriert. Also das vielleicht nochmal, um zu unterstreichen, was Herr Klugescheid eben gesagt hat mit der Technologieoffenheit. Und wenn wir jetzt nochmal anschauen, insgesamt die, ich sag mal, Technologieoffenheit, ja, ich glaube schon, dass gerade jetzt im 21. Jahrhundert sich immer mehr Mobilitätsformen und immer mehr Technologien parallel entwickeln und dass das ja auch den Wachstumsmarkt ausmacht. Die Europäische Kommission hat 2016 ja eine sehr große Studie gemacht, wo sie gesagt hat, dass private Haushalte in der Europäischen Union jährlich ca. 1 Billion Euro in ihre Mobilität investieren. Das sind in Deutschland pro Kopf ca. 2.600 Euro im Jahr. Und davon fließt jeder 7. Euro allein ins Unterwegssein. Wir Deutschen legen im Jahr ungefähr 1,2 Billionen Personenkilometer zurück und Tendenz steigend und wahrscheinlich, ich sag mal, weiter steigend. Und das bedeutet, dass wir damit rechnen müssen, auch nach den Prognosen der Europäischen Kommission, dass wir bis 2040 ca. 1,3 Billionen Personenkilometer an privater oder individueller Mobilität haben. Das ist also genügend Raum da für verschiedene Technologien parallel. Und dieser Mobilitätsmix, glaube ich, der wird auch gut sein für die, ja, einfach für unsere Gesellschaft, damit unterschiedlichste Technologien eben in unterschiedlichen Segmenten und Anwendungen zum Tragen kommen. Vielleicht nochmal zu diesem Phase-out auch von der Verbrennungstechnologie, um auch das nochmal zu unterstreichen, was bereits gesagt wurde. Es gibt ja drei Faktoren, die im Grunde genommen für den Umstieg auf die Elektromobilität wichtig sind. Der erste ist die konsequente Energiewende zu erneuerbaren Energien. Der zweite ist ein wirksamer CO2-Preis, gegebenenfalls auch ein deutlich höherer, als wir ihn jetzt haben. Und das dritte ist die bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur. Und wenn man jetzt mal Statistiken anschaut von verschiedenen Ländern wie Norwegen, Island, Schweden oder Finnland, dann sieht man eben, dass gerade die Länder mit einem hohen Anteil an Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen eben auch den höchsten Anteil von Elektrofahrzeugen haben, was ja absolut sinnvoll ist. Ja, wenn jetzt in Polen sämtliche Fahrzeuge Elektrofahrzeuge wären, dann würde der CO2-Ausstoß ja nur steigen für das Land. Ja, das würde die CO2-Bilanz nur verschlechtern. Das heißt, diese gesetzlichen Phase-Out-Daten, die müssen wahrscheinlich in der Europäischen Union unterschiedlich sein, weil wenn diese Voraussetzungen, die ich vorhin genannt habe, eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfüllt sind, dann brauchen wir auch unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Wechsel zur Elektromobilität. Sonst tun wir gar nichts für die Umwelt. Und in dieser Übergangszeit muss es eben auch hocheffiziente Ottomotoren, Dieselmotoren und CNG-Antriebe und auch Hybride geben. Ja, sehr herzlichen Dank, Frau Werner. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich springe noch mal zu einem ganz anderen großen Thema, und zwar zur Frage von Sachinder Suri nach dem CO2-Zoll oder Grenzausgleich. Behindert das nicht die Entwicklung des globalen Südens? Ist das nicht unfair? Wie kann man das so gestalten, dass man auch eine Entwicklung im globalen Süden damit nicht abwirkt? Henrike, ich denke, als Europapolitikerin bist du da die geborene Antwortgeberin. Ja, herzlichen Dank dafür, wobei natürlich auch die vorangegangene Diskussion wahnsinnig spannend ist. Allein zum Wasserstoff hätte ich zu europäischer Perspektive sehr viel beizutragen. Ja. Das beschäftigt uns natürlich sehr. Wir setzen auf grünen Wasserstoff gleichzeitig im Ausbau der erneuerbaren Energien natürlich, ja, von europapolitischer Seite. Aber zurück zu der Frage von Sachinder Suri. Da ging es um den CO2-Grenzausgleich. Ja, natürlich, also dieser CO2-Grenzausgleich, der kann natürlich
schwerwiegende wirtschaftliche Risiken mit sich bringen. Deswegen ist es auch so wichtig, auch da entsprechend mit den Leuten zu sprechen und da einen Austausch zu haben. In vielen Ländern, besonders in Afrika, gibt es ja ein hohes Risiko für zusätzliche Kosten. Und wir wollen natürlich auch verhindern von europäischer Seite, da eine Spaltung zwischen Ländern mit hohem und Ländern mit niedrigem CO2-Fußabdruck. Und da ist es natürlich auch auf Seiten der Europäischen Union sehr wichtig, diese Risiken zu untersuchen, die Stakeholder in diese Gestaltung von diesen CO2-Grenzausgleichstrategien mit einzubeziehen und sich da an einen Tisch zu setzen und das zu besprechen. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, man muss diese CO2-Grenzausgleicheinnahmen auch zur Risikominderung einsetzen. Das ist auch sehr wichtig. Die Dekarbonisierung, die erfordert natürlich, dass man investiert in Infrastruktur. Und viele der Länder, die jetzt entsprechend da so einem hohen Risiko ausgesetzt sind, die brauchen dann auch finanzielle und technische Unterstützung, um dann ihren Pariser Klimaschutzabkommenbeitrag auch überhaupt leisten zu können. Und das muss die Europäische Union natürlich da auch entsprechend gut begleiten. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Option, Emissionsberichte mit bestehenden internationalen Vorgaben zu verknüpfen. Das um so im Grunde, dass also auch diese Sachen dann gemessen, gemeldet und überprüft werden. Und das ist auch für viele Länder natürlich eine Herausforderung und gar nicht selbstverständlich. Und wenn dann diese Berichterstattungspflichten auf bestehenden internationalen Vorgaben beruhen, dann lassen sich natürlich zusätzlich administrative Belastungen verringern. Und da muss man dann da schauen, wie bekommt man hier die politische Akzeptanz und Compliance und so weiter. Also das sind sehr, sehr konkrete Aufgaben. Man merkt, das sind so Schlagworte, die wir da haben, CO2-Preis. Aber man sieht daran natürlich, wie ungeheuer detailreich diese Dinge sind und wie komplex. Und da gehen wir natürlich dann auch rein in diese Frage, die vorhin Herr Klugscheid formuliert hatte, aber auch Frau Werner dann aufgenommen hat, CO2-Flottengrenzwerte, Pkw, das fand ich auch sehr spannend, wenn ich das noch ganz kurz anfügen darf, weil wir aus der politischen Perspektive natürlich eine Verhaltensänderung über den Preis erreichen wollen. Das wollen wir einfach gestalterisch, also sozusagen, dass der Verursacher oder die Verursacherin da auch entsprechend Verantwortung übernimmt. Und ich verstehe aber auch auf der gleichermaßen, was Sie auch sagten, Herr Klugscheid, dass das in Hand geben muss mit Ladestruktur. Ja, ob das natürlich als Bargain-Package sozusagen verbunden werden kann, ist wieder eine andere Frage. Ja. Das muss man dann sehen. Aber ich verstehe die Argumentation. Ja. Daran sieht man, wie komplex das alles ist. Das musste ich jetzt ganz schnell noch loswerden. Vielen Dank für die Zeit und Geduld mit meiner Anmerkung noch dazu. Danke. Ja, ich danke dir auch. Jetzt haben wir einen Ausflug in den Süden gemacht. Damit meine ich nicht München. Ich würde gerne die Frage nach der, weil die jetzt auch zweimal kam, müssen wir nicht eigentlich Individualmobilität reduzieren? Müssen wir nicht insgesamt auf eine andere Form der Mobilität setzen? Würde ich direkt gerne an Frau Werner nochmal geben. Vielleicht etwas unerwartet, weil sie von einem Konzern kommen, der nun mal Autos verkauft. Aber es ist ja ein starkes gesellschaftliche Debatte. Ja, wie können wir unsere Städte anders gestalten? Wie können wir öffentliche stärker vorantreiben, aber vielleicht auch automatisiertes Fahren, Ridesharing? Es gibt ja viele Ansätze in dem Bereich. Wie sehen Sie das als Konzern, die Frage der individuellen Mobilität? Ja, ein bisschen habe ich ja schon auf die Zahlen, Daten, Fakten sozusagen der Billionen von Personenkilometer individueller Mobilität aufmerksam gemacht. Und ich glaube schon, dass gerade das Elektrofahrrad dazu geführt hat, dass viele Leute sich überlegen, muss ich wirklich mit dem Auto zur Arbeit fahren? Sollte ich für Kurzstrecken nicht lieber mich umweltfreundlicher verhalten? Ich glaube, das ist schon passiert. Wie sich insgesamt Mobilität entwickelt, hat ja auch ein Stückchen was damit zu tun, wie sich insgesamt unsere Gesellschaft entwickelt. Ich habe in meinem Vorstandsressort da eine Studie gemacht, zusammen mit meinen Kollegen, die heißt Futures of Ethics 2040. Das ist ein E-Book, das kann man auf unserer Investor Relations Seite von der ESG-Konferenz runterladen. Da haben wir uns mit ganz vielen verschiedenen Alternativen auseinandergesetzt, wie sich eben auch gerade diese ethischen Fragen mit unterschiedlichen Mobilitätsfragen, mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz, mit autonomem Fahren etc. vermischen. Vorhin ist gesagt worden, autonomes Fahren, naja, das dauert noch 3, 4, 5 Jahre.
aber gerade im Lastbereich, gerade im Lkw-Bereich, da gibt es das heute schon. Also gerade wenn ich mir zum Beispiel einen abgeschirmten Bereich wie einen Hafen vorstelle, dann ist es völlig klar, dass wenn ich ausschließlich autonom fahrende Fahrzeuge habe, dass ich dann weniger ein Problem habe. Ja? Die Problematik besteht ja eher da, wo ich Mischverkehr habe zwischen autonom fahrenden Fahrzeugen und noch selbstgesteuerten Fahrzeugen. Also ich glaube, wir werden hier ganz viele Technologien parallel sehen. Ich glaube auch, dass autonom fahrenden Fahrzeuge, die sozusagen zum Nutzer dann hinkommen, sehr, sehr stark dazu beitragen werden, dass vielleicht weniger Menschen ein eigenes Fahrzeug brauchen. Aber in Summe ist eben Mobilität nach wie vor ein Grundbedürfnis und individuelle Mobilität muss so gestaltet werden in den Städten aus meiner Sicht, dass es nicht immer ein Entweder-Oder ist. Ja, baue ich jetzt eine dritte Fahrspur oder baue ich jetzt einen Radweg oder dürfen hier Fußgänger, sondern wir brauchen Konzepte für die Städte, die alle verschiedenen Mobilitätskonzepte eben mit betrachten. Wir haben ja gerade in Deutschland in den letzten 15 Jahren viele Bahnstrecken stillgelegt, von denen jetzt begonnen wird, einige wieder zu reaktivieren. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Und ich denke, dass gerade hier auch geschaut werden muss, welche Bereiche der Mobilität oder der Infrastruktur sind eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe und welche gehören in Privathand. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen mit gemeinsam überlegen, Wirtschaft und Politik. Ja, herzlichen Dank. Wir nähern uns in 8 Minuten dem Ende dieser Veranstaltung. Ich kenne das selber so, wenn man auf einem Podium sitzt, dass man vielleicht nicht die richtige Frage bekommt, aber gerne nochmal zum einem oder anderen Thema was gesagt hätte, zu dem man noch keine Chance hatte. Im Chat sind, ich sage es jetzt auch nochmal, Fragen offen zum Thema Recycling von Akkus. Ich würde mir jetzt rausnehmen, das kurz zu beantworten, dass wir jetzt in Stückzahlen bekommen, wo nach einem Second Life von Akkus inzwischen dann auch ein maschinelles Recycling interessanter wird. Das war bisher einfach nicht so interessant, das kommt aber sicherlich in der Zukunft. Und es war die Frage, warum die Autohersteller hierzulande nicht so stark in eigene Ladeinfrastruktur investieren, sondern da andere Fragen. Ich erwähne das mal als noch 2 offene Fragen, die da noch waren, würde aber ansonsten jetzt einfach in eine Abschlussrunde gehen und vielleicht mit Herrn Klugescheid beginnen und danach Frau Werner und dann durch die 3 politischen Ebenen springen, vom Land über Bund nach Europa. Und dann können wir auch pünktlich das Webinar beenden. Gerne. Dann, wenn Sie erlauben, gehe ich noch mal ganz konkret auf das Thema Ladeinfrastruktur ein. Da wurde ja referenziert, glaube ich, auf einen amerikanischen Newcomer im Markt, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich glaube, er beginnt mit T. Wenn man sich das mal anguckt, dann hat Tesla aktuell nach meinem Verständnis 80 Standorte in Deutschland mit im Durchschnitt, glaube ich, etwa Größenordnung 8 bis 10 Ladepunkten. Da kommen wir also irgendwo zwischen 600 bis 800 Ladepunkte raus. Das ist ein proprietäres Netz, das nur Tesla-Fahrern offen steht und das damit nach meiner Sicht der Dinge durchaus das Attribut diskriminierend verdient. Ja. Die von mir eben benannten Initiativen, in denen Volkswagen ja auch zum Teil involviert ist, Ionity ist ein Beispiel. Da kann jeder laden, natürlich auch der Tesla-Fahrer. Tesla bietet übrigens seinen Kunden einen Adapter an, um an eben diesen nicht proprietären Ladesäulen laden zu können. Und dann habe ich ja bereits erwähnt, dass wir mehrere tausend, allein BMW mehrere tausend Ladepunkte, die auch öffentlich verfügbar sind, auf den eigenen Betriebsgeländen, Parkplätzen und so weiter. Wer Münchner ist, kennt das Parkhaus gegenüber des Olympiastadions, das immer wieder gerne benutzt wird, etc. pp. aufbaut. Also ich glaube, diese Frage der Ladeinfrastruktur, da sollte man einfach mal ein bisschen wegkommen von dem, was suggeriert wird, hin zu dem, was tatsächlich passiert.
Ich hatte vorhin, das war jetzt, Herr von Sarnowski, Ihre Frage so ein bisschen nach dem, was bleibt denn noch zu diskutieren. Für mich nochmal ein wichtiger Punkt, wir sollten dezidiert anfangen, in die Phase nach 2030 zu denken, weil die lineare Absenkung der CO2-Grenzwerte irgendwann mal ein natürliches Ende findet mit der starken Penetration des Marktes durch Elektrofahrzeuge, die am Ende gar keine Tailpipe-Emissions mehr haben, weil sie schlicht keine Tailpipe, sprich keinen Auspuff mehr haben. Und hier möchte ich doch nochmal sehr votieren für das Thema ETS für die Treibstoffe. Wir haben bereits 2009 zusammen mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung mit dem Ottmar Edenhofer eine Studie gemacht, die nach wie vor ihre Gültigkeit hat, aus meiner Sicht, die sehr stark darlegt, dass wir auf der einen Seite bei den Kraftstoffen dezidiert auch für die Fossilen ins ETS müssen, auf der anderen Seite die Fahrzeuge nicht etwa dadurch irgendwie freigestellt werden, ja, sondern diese sich wiederum einer Effizienzregulierung dann unterwerfen müssen. Das heißt, hier sehr genau geschaut wird, wie viel Kilojoule werden sozusagen verbraucht, ja, und daraus wird eine Regulierung gemacht, die letztlich dann dafür sorgt, dass Fahrzeuge immer effizienter werden. Und das ist ein Modell für die Zeit nach 2030, da mag es ganz viele andere geben, aber das marktwirtschaftliche, das Preissignal, Frau Hahn hat es ja auch schon angedeutet, das scheint uns extrem wichtig und vor allen Dingen auch etwas, was wir jetzt wirklich anfangen müssen zu diskutieren. Mein letzter Punkt, ein Bargaining zwischen Ladeinfrastruktur und CO2-Flottenregulierung ist, Frau Hahn, Sie verzeihen mir, vielleicht dann doch ein wenig polemisch, weil es geht hier gar nicht um Bargaining, es geht um eine wirklich klare Interdependenz. Wenn wir wollen, dass Elektromobilität funktioniert, dann müssen wir dafür sorgen, dass Ladeinfrastruktur entsteht. Sonst können weder die Autohersteller noch die Umweltpolitiker am Ende ihre Ziele erreichen. Ja, herzlichen Dank. Dann, da sind gleich Appelle drin, aber wir kommen ja gleich noch in die Antworten von Dieter, Henrike und Barbara. Jetzt, Frau Werner, nochmal herzlichen Dank, auch dass Sie sich hier als Mitglied des Vorstands die Zeit genommen haben. Auch für Sie noch ein Schlusswort, bitte sehr. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich begrüße wirklich diese Initiative, weil in dieser Transformationsphase, in der wir uns in der gesamten Wirtschaft, eigentlich in der gesamten Gesellschaft befinden, da müssen alle Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auch zusammenarbeiten. Und dafür müssen wir auch ein gemeinsames Rahmenwerk schaffen. Die Europäische Union hat sich ja in ihrer Vision mal vorgenommen, Sie wollen das führende Rechtssystem in der Welt sein. Und ich sage nur, vielleicht als kleinen Anstoß, das nützt uns nur dann was, wenn dieses Rechtssystem auch rechtzeitig entwickelt ist. Das heißt, wir brauchen jetzt die Initiativen auf europäischer Ebene für autonomes Fahren, den Rechtsrahmen. Wir brauchen jetzt die Initiative für ein wirksames Patentrecht. Wir brauchen jetzt auch zum Beispiel in Deutschland eine Reform des Baurechts, damit wir eben 40% Laden zu Hause einfacher gestalten können. Alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Alle Rechtsgebiete verschmelzen miteinander, vom Versicherungsrecht bis zum Patentrecht bis zum Telekommunikationsrecht. Früher war das ein bisschen einfacher für die Automobilindustrie. Jetzt sind wir deutlich vernetzter mit anderen Industriezweigen und das ist auch eine Herausforderung für die Gesetzgebung. Herzlichen Dank, Frau Werner. Dann die Herausforderung an Dieter, ob er aus dem Tunnel in Berlin sprechen kann. Dieter, dann du hast das Wort. Ja, ich bin mittlerweile umgezogen in den ICE, damit ich es noch nach München schaffe, sonst geht da nämlich nichts mehr nachher. Es ist in der Tat so, dass wir vor allem investieren müssen in das Thema Ladeinfrastruktur. Der Bund fängt ja jetzt zumindest mal an mit den 1000 Schnellladesäulen, die jetzt auf den Weg gebracht werden. Aber auch das wissen wir wirklich reichen. Es ist ja übrigens auch ein Irrtum, dass das Elektroauto vor allem ein Auto ist für die Stadt. Das ist ja gerade für die ländlichen Räume die Option, diese gut zu befahren. Ich kann das selber sagen, weil ich auch selber elektrisch unterwegs bin. Und die Frage natürlich der Transformation von über 45 Automobilstandorten, die es, glaube ich, gibt. In Clusterregionen sind es ungefähr so um die 30. Das ist ja eine Frage, die sich auch immer sehr individuell stellt. Also wir werden auch ein Stück weit Industriepolitik machen müssen in Deutschland, zusammen mit den Beschäftigten, um eben diese Transformation zu bewältigen. Und dafür stehen wir Grüne bereit. Und dass das Thema in den Ballungszentren insbesondere, aber auch in den ländlichen Räumen auch heißt,
Ausbau von Bus und Bahn, Stärkung des Radverkehrs, der elektrischen Formen, die nicht automobil sind. Das ist ja völlig klar, das wollen wir gleichzeitig schaffen. Also auch das, die Möglichkeit, ohne Auto auszukommen, die wollen wir genauso stärken wie die Transformation der Industrie selber. Dankeschön. Vielen Dank, Dieter, für dein knackiges und kurzes Schlussstatement, bevor du auf über 200 beschleunigst und die Mobilfunk-Einwahlen nicht mehr mitkommen. Liebe Barbara, was gäbe es aus Bayern zu sagen? Also ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz zu meinem Herzensthema zurückgehen und mich bei der Frau Werner noch mal einklinken. Sie haben vorhin geschrieben, wie so eine Entscheidung getroffen wird, zum Beispiel für die Frage, ob man einen EU7-Motor entwickelt oder nicht und wie wirtschaftlich das ist, für welchen Zeitraum, beziehungsweise eben dann nicht mehr wirtschaftlich. Und dann haben Sie eben schon gesagt, das ist schon auch entscheidend für die Frage, wann man die Lieferanten für die alten Technologien rauskegelt. Und das war genau die Wortwahl. Und das ist auch, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, um den es mir geht, dass das eben nicht oder so wenig wie möglich passiert. Und ich sehe die Gefahr. Ich weiß es auch, dass es natürlich immer wieder vorkommt. Aber dieses Rauskegeln, das würde ich Ihnen so wahnsinnig gerne jetzt nochmal mitgeben. Das ist nämlich genau der Punkt. Wenn wir unseren Mittelstand in der Stärke erhalten wollen und natürlich entwickeln wir neue Arbeitsplätze im Umfeld der Energiewende, das ist überhaupt keine Frage, und auch im Umfeld von anderen Mobilitätsformen. Und das passiert alles, aber nicht für alle. Wir müssen auch in dem Bereich, in Ihrer Lieferkette, auch noch Mittelstand erhalten. Und dazu brauchen wir einfach Ihren Willen auch von den großen Konzernen. Das ist mal das eine, was ich noch sagen wollte. Dann wünsche ich mir, und das weiß ich schon, dass es ein bisschen Glatteis ist, aber trotzdem sage ich, ich wünsche mir natürlich, dass synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, entwickelt werden, die CO2- und klimaneutral im Verbrennermotor vielleicht laufen. Vielleicht dann nicht im EU7, sondern 9 oder 10. Und dann eben klimaneutral für manche Anwendungen auch noch einsetzbar sind. Aber im Wesentlichen können wir und wollen wir uns natürlich diesem ganzen Wandel mit voller Kraft widmen. Und wir machen ganz viel aus der Politik. Das hören Sie, wenn Sie mit uns sprechen, wie heute, oder auch wenn Sie über uns lesen. Und ich denke, da sind wir schon, also die Politik ist, gerade die grüne Politik ist auf einem guten Weg, und wir müssen da wirklich gut vernetzt eben zusammenarbeiten. Trotzdem schauen wir natürlich auch breiter auf die Themen Mobilität, ganz klar, und Aufenthaltsqualität in den Innenstädten zum Beispiel hat für uns schon auch was damit zu tun, dass wir eher weniger Fahrzeuge in den Innenstädten haben wollen und im ländlichen Raum natürlich auch mehr Alternativen brauchen, damit wir insgesamt unseren Klimazielen näher kommen. Das heißt, aus meiner Sicht ist das jetzt ein gutes Gespräch, aber es kann, darf und soll nicht das Letzte sein, sondern wir müssen uns gemeinsam da weiter bewegen und uns gegenseitig fördern und fordern, sage ich jetzt mal, weil das ist alles noch nicht, es ist einfach alles noch nicht so richtig gut, sage ich mal, und da müssen wir eben gemeinsam weitergehen, und wir sind gerne bereit dazu und laden Sie auch herzlich dazu ein, den Weg zusammen weiterzugehen mit uns Grünen. Danke. Ja, liebe Barbara, danke für die Perspektive nochmal aus Bayern. Auch für mich gilt, ich bin jetzt ans Ende meiner Moderation gelangt, gebe gleich noch das Schlusswort an Henrike, möchte aber nochmal danken auch an die vielen guten Fragen von den Teilnehmenden und eben auch an Sie, liebe Mitdiskutantinnen und Diskutantinnen aus dem Panel für die wirklich interessante Veranstaltung. Ja, liebe Henrike, du hast das Schlusswort und herzlichen Dank. Schönen Abend Ihnen allen. Ja, auch ich schließe mich dem Dank an. Das ist auch etwas bei der Europäischen Parlamentstätigkeit, was man oft erlebt. Man dankt sich immer gegenseitig ganz viel, aber ich mach das wirklich auch von Herzen für die hervorragende Moderation, lieber Thomas von Zanowski, aber auch an Sie, liebe Referentinnen und Referenten. Das sind sehr spannende Einblicke. Also wir sind zwar nicht natürlich zu einem Schluss gekommen, wo das genau jetzt das Auto der Zukunft gebaut sein soll. Ich habe das natürlich auch
mit Augenzwinkern gesehen, Barbara, dass du das mit aufgenommen hast. Aber klar ist natürlich in Europa und genau daran arbeiten wir. Wir haben ja in dieser Woche eben auch ein Update der Industriestrategie bekommen von Thierry Breton. Jetzt muss man gucken, wie man da wirklich eine grüne Industriepolitik hinbekommt, zusammen auch mit den Unternehmen. Auch wie Barbara Fuchs sagte, das kann nicht das letzte Wort gewesen sein. Wir müssen und wir freuen uns darauf, im Dialog zu sein. Und ich freue mich ganz besonders, liebe Frau Werner, dass Sie eben auch Zeit hatten heute für uns in diesem Rahmen und dass es eben auch weitergeht mit guten, konstruktiven Gesprächen. Auch Ihnen herzlichen Dank, lieber Herr Klugescheid. Dieter Janicek ist, glaube ich, gerade im öffentlichen Transportwesen sozusagen im Tunnel verschwunden, aber auch hier der große Dank. Er ist ja auch im noch da, aber danke schön. Auf Bundesebene. Wunderbar, auch dir herzlichen Dank. Das heißt, wenn wir da gemeinsam mit den Unternehmen Lösungen finden, um eben auch Arbeitsplätze zu erhalten, Wohlstand zu erhalten, wettbewerbsfähig zu sein, auch in dem Rahmen der veränderten Wettbewerbsbedingungen international resilient und vor allem nachhaltig, dann glaube ich, müssen wir da auch zusammenarbeiten. Und das ist aber auch eine große Freude, genau das gemeinsam zu tun. Genau, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Dabeisein bei dieser Europawahl. Auch liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, schreiben Sie uns bitte noch sehr gerne weiterhin, wenn Fragen offen geblieben sind. Wir sind alle im Netz zu finden mit entsprechenden Koordinaten. Da freuen wir uns sehr auf den Dialog. Und ich weise gerne noch mal darauf hin, im Rahmen der Europawoche gibt es auch morgen noch mal Veranstaltungen und am Sonntag auch. Gerne gucken bei henrike-hahn.eu, da gibt es noch die entsprechenden Termine. Und ich freue mich sehr, immer weiter von Ihnen zu hören und auch Europa weiter zu bespielen als Thema, das wirklich große Gestalt.